Kollegen mal zu zitieren. Da hat er gesagt, die PlayStation 3 hat einfach nur das Menübildschirm von der PlayStation Portable kopiert. Und das war's. Weil damals waren meine Freunde und so weiter, ich halt sehr begeistert von der PSP. Weil, ja, du kannst halt. Wir sind einfach im Raum und wir können per WLAN halt bis zu 4 Leute Monster Hunter zocken. Damals war halt meine Monster Hunter Zeit. Na. Boah. Habe ich schon oft in Videos drüber geredet gehabt, ey. Sommerferien komplett verkackt dadurch, ey. Weil wir die ganze Zeit nur Monster Hunter gezockt haben, ey. Ich hatte so überhaupt keinen Bock mehr auf dieses Game. Überhaupt nicht. Ja, der Kollege da ist ein bisschen schneller als wir. Ja, war auf jeden Fall scheiße. Ja, man hatte auch einfach überhaupt keinen Bock mehr auf das Game. Das weiß mein Kollege bis heute immer noch. Ey, ich hatte so richtig keinen Bock. Also selten ist es bei mir so, dass ich keine Lust habe auf ein Spiel, aber boah. Monster Hunter, ich war raus. Sofort raus, ey. Ich weiß nicht, ich hatte. Damals hatte ich Freedom United, war das? Das ist der dritte Teil für die PSP. Davor ist halt Freedom 2 und halt Freedom United. Na? Und wir haben halt alle Freedom United gezockt. Waren dann immer so. Also wir haben. Na, schade. Ärgerlich. Naja, sehr ärgerlich. Also es waren, muss ich mir gerade selber überlegen, 5, 6 Leute, die das Spiel hatten. Das heißt, wir kamen auf jeden Fall, bestand eine gute Chance, dass wir ein Team aus 4 Leuten hatten. Der eine hatte leider das erste Modell der PSP. Das hatte damals irgendwie, keine Ahnung, das hat irgendwie kein WLAN oder hat irgendwie, war nicht kompatibel mit den anderen Modellen. Wir hatten halt das letzte PSP-Modell, sprich die 3000er. Ne? Ist so ziemlich das beste Modell auch immer noch. Ich weiß, ich glaube, ich habe das 3000er oder so weiter. Ich habe 3 PSP. Eine ist kaputt. Da ist der Laser einfach kaputt. Die andere hatte ich mir vor 3 Monaten via eBay bestellt. Funktioniert wunderbar. Bin ich sehr, sehr glücklich. Auch zu einem guten Preis, muss ich sagen. Plus Tasche und Memory Stick. Sehr, sehr cool auf jeden Fall. Ja, den hole ich nicht mehr ein, aber muss ich ein bisschen tunen. Ich wollte jetzt das Geld, was wir da noch bekommen, wollte ich jetzt nicht verschwenden, weil wir waren jetzt schon über 1 Minute drin gewesen. Muss ja nicht sein. Genau. Also der konnte nie wirklich spielen, da musste immer jemand seine PSP abgeben, wenn er das Spiel nicht spielen würde. Boah, das war auch einmal der Fall gewesen. Weil ich hatte damals Final Fantasy 4, The After Years Collection. Sprich, da war Teil 4 drin, Interlude und The After Years. Und da wollte ich halt ganz gerne, dass das Ding durch ist, so, ne?
Und ja, die anderen Kollegen wollten aber, yo, Monster Hunter. So, da war kein Problem, wenn ich gerade halt nicht mitspiele. Ich bin einer, ich gebe meine PSP nicht her. Das habe ich zu den Kollegen auch damals später dann gesagt, so, wo der andere Kollege nicht mehr da war. Du, ich gebe ihnen nicht meine PSP. Sorry, musstet ihr jetzt warten, so, aber gebe ich nicht hin, weil ich wollte Final Fantasy IV durchspielen. So, ich war kurz vorm Ende. Und ich wollte einfach das Spiel durchhaben. Ich wollte kein Auto kaufen. Wenn du so knapp vom Ziel bist, so, ne? Spiel endlich durchspielen, so, ne? Dann machst du auch Ding durch, machst du auch das Ding zu. Na, also so habe ich das gemacht. Ja, genau, das war der eine Kollege. Dann der andere Kollege, mit dem ich heute immer noch guten, sehr, sehr guten Kontakt. Fast täglich schreiben wir uns, senden Sprachnachrichten, obwohl ich extrem weit von ihm weg wohne. Der hat mich halt angestachelt per Monster Hunter. Ich weiß nur, ich habe ihn rübergeschaut und dachte, boah, ist das ein geiles Game, so, ne? Ich glaube, der hat gegen T-Rex oder so weiter gekämpft und dachte so, meine Fresse, ist das ein geiles Monster. So, ne? Und dann bin ich am nächsten Tag, glaube ich, ja genau, ich war am Freitag bei ihm. Und am Samstag bin ich dann in die Stadt gefahren. Und da habe dann Monster Hunter gesehen und dachte so, puh, das muss ich haben. Das Spiel muss ich haben. Dann habe ich mir das wirklich Vollpreistitel geholt. Für 40 Euro damals. Also PSP Games waren da damals wirklich günstig im Vergleich zu vollen Konsolenspiele. Deswegen 40 Euro waren irgendwie immer drin. So 60 eher weniger. Verstehe, wer will. Also PSP war einfach, waren immer sehr, sehr coole Spiele dabei, die mich einfach sofort gelockt haben. Naruto, Yu-Gi-Oh!, Dragon Ball. Genau. Und dann habe ich zu ihm gesagt, yo, ich habe Monster Hunter. Und er sagt, nee, hast du nicht, oder? Ich so, doch. Jung. Und da musste ich davon noch einkaufen, bevor ich zu dem konnte dann. Ja, kam der sogar noch mit, ey. Weil er nicht abwarten konnte, dass ich dass wir endlich loslegen konnten. Und ich hab dann angefangen so, das ging mir aber auch viel, viel, viel zu schnell. So, ich hatte überhaupt keine Ahnung, wie das Spiel funktioniert, so, ne? Kollege hat das jetzt auch eher halbherzig erklärt, so, ne? Und er wollte so, ja, ich zeig dir alles so, mach dir eine Rüstung und dies und jenes, so, ne? Ja, das war halt nicht dieses super schnelle Spiel, was ich ganz gerne spiele, so. Sondern damals war das halt noch sehr kompliziert und schwerer. Na? Also die Leute, die jetzt Monster Hunter World gezockt haben, womit Monster Hunter den Bekanntheitsgrad bekommen hat, den es verdient hat. Also Leute, wenn ihr jetzt noch die PSP-Teile spielt, Freedom 2, Freedom United, Leute, ihr macht so schnell die PSP wieder aus. Weil das
Weil da müsst ihr alles noch selber machen. Das ist alles noch ein bisschen viel, viel klobiger. Aber es war trotzdem eine schöne Zeit. Muss ich sagen. Eine schöne und vor allem tolle Zeit. Ja, nee, da hab ich dann aufgehört und hatte auch überhaupt keinen Bock mehr auf das Game. Weil es war einfach nicht das, was ich erwartet hatte. Und ich hatte auch überhaupt kein Interesse mehr, es wieder es zu starten. So, ne? Ein Kollege hatte mich dann auch die Tage mal, ja, kam vorbei, hat gesagt, jo, wie sieht's aus? Zockst du nochmal Monster Hunter und so weiter? Ich so, ne. Hat sie gesagt, ne. Ich hab's jetzt. Ich ärgere mich gerade, dass ich's für Vollpreis geholt habe. Ne. Naja, dann hat er noch eine andere Person gefunden, die das, die es mir abkaufen wird, das war ein anderer Kollege. Ich habe es, glaube ich, für 28 € oder so weiter hatte ich es dann geholt. Geholt, sage ich schon, verkauft. Habe ich natürlich Verlust gemacht, aber halt, es hielt sich nur in Grenzen. Ja. Genau. Und dann kam ich weiß gar nicht, 1 oder 2 Jahre. Oder vielleicht oder ein Jahr nur. Und da habe ich gesagt, da hatte der Kollege das Spiel irgendwie nochmal. Ich weiß nicht wieso. Genau, und dann habe ich gesagt, ach, du, ich hätte Bock. Kannst du es mir ausleihen? Hat er natürlich gesagt, jo, klar, mach. Aber ich habe zu ihm sofort gesagt, du, gib mir erstmal die Zeit, mich da ein bisschen reinzufuchsen in das Spiel so und ich muss erstmal schauen, ob es wieder was für mich ist so, ne? Weil damals war einfach zu schnell so, ne? Weil wir gingen sofort jagen und so weiter und ich dachte so, ja, ich kam mit der Steuerung noch nicht so ganz klar. Ich hatte, glaube ich, erste Tutorial-Mission gemacht und wir gingen dann sofort ein großes Monster jagen so, ne? Und ja, schlechte Idee. Naja, auf jeden Fall hab ich wirklich dann in Ruhe gemacht. So, ich habe mich wirklich Zeit gelassen. Na, ich habe dann auch mit jeder Waffe probiert. Da gab es dann diese Mission. Also konnte mit jeder Waffe, das ist, glaube ich, 5 Gear Praise. Das waren diese kleinen Dinos erledigen. Eine einfache Mission. Mit einigen habe ich es einfach hingekriegt. Sprich mit dem Langschwert. Oder mit der Gewehrlanze. Oder mit der normalen Lanze, glaube ich, war das so. Und dann mit dem Breitschwert kam ich überhaupt nicht klar. Oder Großschwert heißt es ja. Genau. Und ja, es war eine Waffe, die mein Kollege einsetzt. Setzt er immer noch ein. Ja. Ich setze immer noch, also ich habe zu der Zeit Katana benutzt. Mittlerweile habe ich jetzt in allen Monster Hunter Games, die ich bislang nach Freedom United gespielt habe, sprich Three Ultimate, Four Ultimate, Generations habe ich nicht gespielt. World und Rises. Spielt die Morpheaxe. Bin ich auch sehr zufrieden mit. Ja, weil da, also in Rises habe ich auch mit dem Langschwert wieder probiert. Kam ich überhaupt nicht klar mit. Ist mir zu langsam. So, ich kann mit, ich weiß nicht. Es ist einfach nicht meins. Wahrscheinlich werden einige sagen, stell dir nicht so an, das ist voll schnell und so weiter. Und mag sein. Vielleicht habe ich einfach nur die Kombination nicht.
Aber das finde ich an Monster Hunter sehr, sehr geil. Du kannst einfach, du bist nicht darauf angewiesen, halt die oder die Waffe zu benutzen, sondern du hast eine Möglichkeit aus sehr vielen, 12, 14 verschiedenen Waffentypen. Oder ich weiß nicht, wie viele es jetzt mittlerweile sind. Ich glaube, vielleicht über 14, ich weiß es jetzt echt nicht. 14 ist irgendwie die letzte Zahl, die ich jetzt im Kopf habe. Genau, aber jeder halt so einen eigenen Spielstil. Und für mich ist halt die Morph-Axt ziemlich gut, weil die ist für mich schnell genug. Ja, und mit der kann ich halt ziemlich gut austeilen, so wie ich das möchte. So, ich möchte einfach richtig Bäm machen. So, da habe ich mehr Bock drauf. Breitschwert komme ich überhaupt nicht klar, ist mir zu langsam und zu umständlich. Also Kollege kommt da irgendwie viel besser mit klar. Geht gar nicht. Also ich komme da überhaupt nicht mit klar. Ja. Ne, auf jeden Fall, ich habe dann bei Freedom United, um wieder zur Story zu kommen, habe ich dann mich fürs Langschwert entschieden. Sprich Katana. Kam damit einfach sehr, sehr gut klar. Und ja. Dann. Ja, habe ich die Story ein bisschen gespielt. So Story in Anführungsstrichen. Ging eigentlich nur von einer Mission zur nächsten. So ein bisschen mit den Dorfbewohnern quasi. Und das ist so die Story gewesen. Genau. Monster geklatscht. Alleine oder halt später mit dem Kollegen dann. Genau. Ja, ich weiß gar nicht, in welchem G-Rang ich stehen geblieben bin. G7 oder G8. Auf jeden Fall war ich Richtung Ende. Story hatte ich aber nicht durch. Ja, weil ich den Lao Shan nicht besiegen konnte. Lao Shan oder Lao Shenlong oder. Auf jeden Fall das große Viech, was du in mehreren Intervallen klatschen musstest. Das hatte ich nicht besiegt. Das ist die letzte Mission tatsächlich. Richtig behindert. Aber die Mission hatte ich überhaupt nicht geschafft. Also alleine nicht. Mit Kollegen habe ich sie natürlich mehrmals geschafft, so das war kein Problem. Aber alleine habe ich sie nicht hingekriegt. Also Spiel hatte ich offiziell nicht durch. Ja. Naja, wie gesagt, dann hatte einen Kollegen noch gehabt. Also um dann die Stories von den anderen Kollegen. Also wir hatten einen Kollegen, das war mein Nachbar. Der hatte das Spiel auch. Der hat es aber auch eher halbherzig gespielt, so. Der war. Ich weiß gar nicht, ob der G war oder so weiter. Ob er es bis G geschafft hat. Also wir haben ihn natürlich mitgezogen, so war das halt eher, ne? Kollege hat sich da wirklich die Mühe gemacht, damit mehr Leute dann kommen zu seinen schweren Missionen, so am Ende, so, ne? Die richtig harten Gegner, Weißer Fatalis, Roter Fatalis, so. Weißer Fatalis war, glaube ich, der schlimmste. Schwarzen hatte ich gemacht, Schwarzer Fatalis. Den habe ich noch habe ich noch mitgeplättet, den Weißen habe ich gar nicht mitgemacht mehr. Der Weiße war lächerlich. Der weiße Fatalis war der lächerlichste. Nein, der war einfach sehr stark. Mega, mega stark war der. Ja, wie gesagt, der Kollege da, der war. Ich weiß noch, wir haben die Mission gemacht so. Und ey, der kam immer so kurz
kurz davor oder kam dann erst zum Monster, wenn ich schon down war. So, wenn Mission geschafft ist zum Ausweiden, so, ne, damit er halt dreimal Materialien bekommen kann. So. Sonst hat er irgendwas anderes gemacht. Ist durch die Landkarte durchgelatscht, hat Materialien gesammelt, so. Und wir haben zu ihm gesagt, jo, Alter, komm mal. Was machst du da? Ja, ich komm gleich. So nach dem Motto, so, Kollege, wann kommst du? Ja, ich bin unterwegs. Und du sahst ihn auf der Karte einfach. War nie da. So. Gegen Ende kam mehrmals gegen Ende, so, hat das gemacht, das hat er ein paar Mal gemacht und dann gesagt, Kollege, wir machen gerade deine Quests alle, damit du auf dem Level kommst, wo wir sind, weil wir waren halt alle schon G-Rang halt, ne? Brauchten halt nur einen vierten Mann so, damit wir mit dem halt auch jagen können, so, ne? Damit wir weiterkommen können endlich. Ne? Ja. Deswegen, so sah es halt aus, ne? Ja. Aber hat dann auch relativ, ja, der hat dann halt auch aufgehört, so. Ich habe ihm damals auch seine PSP, hatte ich dann auch noch abgekauft. Damit ich eine zweite habe, weil meine, glaube ich. Nee, damit ich einfach eine zweite habe. Der hatte mir gesagt, er will die verkaufen und habe gesagt, ja komm, ich nehme es dir ab. Dann habe ich eine zweite auf Reserve. Weil irgendwas mit meinem Analogstick da auch nicht geklappt hatte mehr. Oder Schiebepad war das ja. Von der PSP. Deswegen habe ich seine genommen. Joa, genau, und dann noch der andere Kollege, mit dem ich mittlerweile. Ich habe sehr lange keinen Kontakt mehr mit ihm gehabt. Hatte letztes Jahr kurz Kontakt, aber seitdem meldet er sich auch nicht mehr bei mir. Somit sage ich fuck off. Wenn er nicht will, dann will er nicht. So, ich renne nicht hinterher. Den kenne ich eigentlich schon am längsten. Seit der Grundschule. Nee, den Nachbar kenne ich. Den Nachbar kenne ich am längsten. Genau. Ja, klar. Den kenne ich. Der ist genauso alt wie ich. Den kenne ich, keine Ahnung, 24 Jahre, 24, 25 Jahre kenne ich den schon. Ja, von klein auf. Deswegen aber, oh, mit dem habe ich auch gar keinen Kontakt mehr so richtig. Gar keinen mehr. Das ist das Problem, wenn man weit weg wohnt. Man verliert zu den Leuten. Ja, mehr Kontakt so. Zum einen Kollegen da habe ich immer noch habe ich sehr starken Kontakt. Halte ich auch. Ja. Ne, auf jeden Fall den anderen Kollegen, mit dem ich keinen Kontakt mehr habe. Aus dem Streit sind wir auch auseinandergegangen. Wir haben so viele Streite gehabt. Über lächerliche Dinge, kann man sagen, einfach. Ja. Ich wünsche ihm alles Gute auf jeden Fall. Das habe ich zu ihm auch so gesagt. Ich freue mich für ihn. Weil er hat jetzt vor kurzem Nachwuchs bekommen. So, ne? Das ist echt schön. Freue ich mich. Hat einen Jungen bekommen. So, ne? Ist super. Hatte ich zu ihm damals aber auch gesagt. So, boah. Hätte man sich früher nie vorgestellt, so, ne? Dass man einmal Vater wird, so, ja. Gut, bin ich noch lange hin. Muss auch nicht sein. Es muss auch nicht jetzt sein. Jetzt noch ein bisschen Leben vorbereiten, so. Und, ja, entweder kommt's oder es kommt nicht. Ich renne da auch nicht hinterher. Aber das ist ein Thema, brauchen wir nicht drüber reden, weil wir reden jetzt über Monster Hunter. Ne, auf jeden Fall der Kollege. Oh,
Also für die Art konnte man einfach hassen. So, du kommst mit einer neuen Rüstung an. Keine Ahnung, Kirin-Rüstung oder Nakaguga-Rüstung. Und er war einer, will ich auch haben. Statt dass wir dann endlich weiterkommen, so, dass wir endlich die Mission alle durchhaben, mussten wir uns dann erstmal durchprügeln, damit er die Rüstung zusammenkriegt. Und das war immer sehr, sehr langer Akt. Beziehungsweise bei ihm nicht, wenn ich eine neue Rüstung haben möchte. Das war ein langer Akt. Weil ich die scheiß Teile einfach nicht bekam, ey. Der Kollege hatte richtig, richtig Lack immer. Das muss man sagen. Ja, aber der hat immer nur kopiert. Wenn du irgendwas Neues hast, hat er kopiert. Ja. Das war hart. Dafür konnte ich ihn auch nicht leiden. Er war ein sehr guter Kollege. Definitiv. Aber dafür für die Art konnte ich ihn nicht leiden. Ja, er war sehr, sehr egoistisch. Wenn er irgendwas wollte, musste jeder sofort springen. Und wenn man selber ist, dann sagt er, nee. Wie es gerade am besten passt, so. Weiß ich nicht, bin ich nicht für. Naja, so war das jedenfalls. Und das Lustige daran war, wir waren ein Vier-Mann-Team. Es ist im Grunde egal, mit wem. Ich war der einzige Katana-Kämpfer und alle anderen hatten Breitschwerter. Und beim Breitschwert, es gibt halt so eine Kombination. Da schlagen die halt um sich. Und lassen dann halt andere Jäger unter anderem fliegen, so, ne? Und so oft wie ich am Fliegen war, ey, meine Fresse. Ja. Ja, weil ich halt kein Breitschwertkämpfer war, ne? Ich war immer neben die und genau in dem Moment haben sie halt die Scheiße gemacht, so, ne? Ja, war ätzend. Ja, es war richtig schlimm. Ja, weil ich sehr, sehr oft geflogen bin. Okay, mit dem hatte ich jetzt, glaube ich, keine Chance gehabt, ne? Ich glaube, das war so gewesen, ja. Tja, dann müssen wir den erstmal auftüren, ne? bin ich zwar nicht begeistert, aber wir haben Kohle. Ja, das war ein Monster Hunter halt, ne? Das war Monster Hunter halt.
Gucken wir mal, ob wir jetzt eine Chance gegen den haben. Wenn nicht, scheiße. Ja, dann ist er halt so, ne? Gut, Laguna Seca gleich abzubekommen ist natürlich ja, nicht gerade optimal. Ja gut, aber wir müssen jetzt so ein bisschen so machen. Habe ich zwar auch keinen Bock drauf, definitiv nicht. Aber was willst du machen? Es ist halt so. Ja. Wir sind Zweiter. Immer noch. Bruder, wir haben komplett getuned. Warum sind wir Zweiter? So gut kann doch ein Lingenfelder doch gar nicht sein. Alles klar. Scheiße. Wer hätte denn erwartet, dass beim Linkfelder halt so scheiße, dass er halt so gut ist? Muss ich mal gucken, wie viel kostet denn der Kollege, ha? Huh? Kann ich ja nicht mehr freischalten. Ja! Leute, guckt euch mal an. Ja. Ja, aber guck mal an. 8,5, 7,4 Beschleunigung. Ich kauf mal den. Ärgerlich. Das ist richtig ärgerlich, ey. So ein Langfelder und der ist einfach so boom. Einfach boom. Naja, ist schon hart. Der war ja um Längen auch besser. Das ist ja die Scheiße. Ich finde es natürlich nicht fair, dass man genau den Wagen als Gegner hat, ne? Nimm man noch nicht. Goldstrand. Immer noch keine Chance. Beziehungsweise der ist immer noch schneller. Gut, dann gucken wir nochmal, ob wir den tun können. Ansonsten.
Ansonsten weiß ich gar nicht, was ich dann sonst machen könnte. Bin ich gerade selber überfragt. Ich weiß gar nicht, was ich machen könnte. Wir können gerade das Rennen nochmal ausprobieren. Lingenfelter. Junge, es gibt auch noch andere Felgen außer Lingenfelter. Scheiß 232.000 Drecksfahrzeug. Natürlich ist der Erster. Und der Hänsel Viper auch. Also ich finde es gerade super, dass ich gerade gemerkt habe, dass es Tri-Fighter Avatar gibt. Wisst ihr was? Ich komme jetzt gerade auf eine geniale Idee. Also das werde ich dann, also auf die Idee, die ich jetzt komme, dass ich das dann offscreen irgendwie machen werde. Ja gut, der hat jetzt keine Chance. Weil ich merke jetzt einfach, wir sind jetzt an einem Punkt, wo es erstmal nicht weitergeht. Ja, damit ich die nicht selber fahren muss, die Rennen, werde ich den Kollegen hier fahren lassen. So, damit er halt ein bisschen Praxis bekommt, so, ne? Genau. Und wir werden dann einfach mit dem nächsten Projekt schon mal weitermachen. Währenddessen werde ich hier ein bisschen, ja, sagen wir es mal, offscreen, bisschen grinden und so, ne? Ja. Weil das finde ich so eigentlich ganz cool mit dem Drive-Avatar. Hätte ich früher erkennen müssen. Genau, Leute, damit wisst ihr schon mal Bescheid. Ich werde ein bisschen grinden, bisschen Kohle ausgeben. Nein, bisschen leveln. Vielleicht können wir mit den anderen Rennen andere Rennen freischalten. Dadurch vielleicht Wagen bekommen, die mir vielleicht in dieser Situation mehr helfen könnten. So, ne, so werde ich das dann halt machen, ne? Damit ihr Bescheid wisst. Gut, das war's erstmal von meiner Seite. Wir werden, wie gesagt, mit einem anderen Spiel weiterspielen. In dem Stream. Erstmal. Und ja, das war's, Leute. Haut rein.